Ich kandidiere für den Bundestag, weil ich in einer solidarischen Gesellschaft leben möchte. In einer Gesellschaft ohne Altersarmut, in einer Gesellschaft ohne Kinderarmut und in einer Gesellschaft, in der Menschen von ihrer Arbeit auch gut leben können. Das ist dann möglich, wenn alle so viel zum Allgemeinwohl beitragen, wie sie können. Das heißt, dass Reiche wieder zum Allgemeinwohl beitragen müssen. Deshalb fordert die Linke eine Vermögenssteuer. Eine Vermögenssteuer, bei der die erste Million steuerfrei bleibt. Das heißt, kein geerbtes Haus, keine Rücklagen für die Rente werden besteuert. Aber ab der zweiten Million gilt ein Steuersatz von 5%. Das würde jährliche Mehreinnahmen von 80 Milliarden Euro bringen. Das ist ein Viertel des Bundeshaushaltes. Das wäre sehr, sehr viel Geld für soziale Gerechtigkeit, damit niemand in Altersarmut kommen muss, damit kein Kind in Armut leben muss, damit Hartz IV durch eine solidarische Grundsicherung in Höhe von 1050 Euro ersetzt werden kann.